ihr seht es ja schon, Ukulele. Wir versuchen gerade die zweite Welt zu finden. Also wir haben im letzten Part die erste Welt verlassen. Dr. Pass hält in jeder Buchwelt eine neue Transformation bereit. Ja. So, zurück in Hyrule Towers. Oh. Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir... Moment mal. Welche Wette? Diese Großwälzer können gefährliche Orte sein. Aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie dieser hier können erweitert werden mit der Kraft der Pages, die ihr gerufen habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Klingt cool, wie funktioniert das? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Hyrule Towers nach einem neuen Großwälzer, mit dem ihr uns freischalten könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei aber auch beliebig. Hauptsache, ihr habt es bei eurem Abenteuer. Ihr habt bei eurem Abenteuer. Ihr habt. Okay, irgendwie war das noch was von. Genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern, Pages? Das ist ganz leicht. Tritt einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drücke auf X. Ich werde dir sagen, wie viele Pages erforderlich sind, um den Wälzer zu öffnen. Alles klar, wir machen uns dann mal, wir machen dann mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Wir erweitern die Welt. Ihr braucht 3 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Stammblock-Drohnen erweitern? Ja. Es wird einfach größer. Ganz toll. Da hinten sehe ich aber was. Größe zählt. Schauen wir mal hier. Kamera. Im Ernst, es ist ziemlich langweilig, euch spielen zu sehen. Ja, Feuerblume. Moment, was steht denn da? Ach, Pagey! Pagey! Moment. Wir müssen das bestimmt anzünden oder so. Upsi. Hä? Ziel behalten. Sehr gut.
Challenge Nummer 4. Ach, guck mal, das Fisch ist jetzt auch da unten. Wendy oder Wendy oder so. Was ist denn da im Wasser? Und hier war auch eine Wasserblume. Ah, um das Feuer zu löschen. Hilfe, jemand hat ein Feuer entzündet, während ich hier drin feststeige. Bitte lösche es, ich bin unmittelbar in Reizgefahr. War nur Spaß, magische Wesen wie ich sind feuerfest. Aber im Ernst, lösche es trotzdem bitte. Ja, ganz toll, dafür muss ich jetzt wieder den Weg laufen. Wasser. Und Page Nummer 5. Autsch. So, und wo geht's hier lang? Autsch. Nein, nein! Das gibt's aber nicht. Kleines Biest. Wo geht's da lang? Schalter. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Deshalb gehen wir erstmal wieder zurück. Und zwar nicht zurück zur ersten Welt, sondern um die nächste Tür zu überwinden, müsst ihr 12 Stunden warten. Oder einfach 1,99 € für besondere Bienenmünzen bezahlen. Okay, ne, wir gehen jetzt erstmal wieder hier raus. Denn beim Zuhause von denen hier, wie heißt das nochmal? Schiffbruchbucht. Waren ja auch noch einige Sachen, ne? Genau, hier. So. Also, das ist nur eine Abkürzung, okay. So, hier haben wir ja schon alle Pages. Hier sind jetzt auch Gegner. Okay. So, wo war das denn? Irgendwo? Ah, dieser Blasto da, ne? Ja, den können wir bestimmt eine Stampfattacke durchführen. Tatsächlich! Ich kann atmen, danke. Wusste ich doch, dass es die gelbe Zeitung war. Könntet ihr sie bitte in den Recycling-Container werfen? Verdammt, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Da ist es. Das Gras sieht einfach so schön aus. Autsch. Ich kann die Kamera auch nicht drehen, ne? Hey! Ein Pagey! Wow! Er macht das prima! So werden wir das Einbuch in 0, nichts wieder beisammen haben. Ja. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern, wenn ihr zum Großwelteneingang zurückkehrt. Ich weiß, wir haben die Welt ja erweitert. Die Frage ist aber, können wir denn schon in die nächste Welt gehen? Little Place Glacier? Ja? Wie die Welt auf Deutsch heißt. Little Place Glacier. So. Ja, das Spiel dürfte ich gleich betrachten. So. Das ist auch der letzte Part der Aufnahmesession. So,
Ding ist immer noch da. War das vielleicht abhauen? Nee. Vielleicht bedankt er sich ja dann bei uns. So, hast du denn schön zu sehen? Nee, wir haben noch nichts. Was ist das nächste? Siege ohne Farmer. Okay, 100 Times. Sammeln 10 Pages in Hyrule Towers. Stimmt 30 Feinde, um dieses Tor zu erhalten. Dann reicht's aus Hester auf Feinde. Nee, nee, nee. Sammeln 10 Geisterschreiber, um dieses Tor zu erhalten. Okay, nee. Okay, das sah gerade ein bisschen komisch aus. Wo will ich denn überhaupt hin? Ey, Wasser. Da muss ich hin. Ja? So, gehen wir dann rein. Mal schauen, was jetzt alles neu ist. Ich dachte zuerst, wir müssen einen finden, der das erweitert, aber wir erweitern das ja. So, mal schauen. Aufgepasst, Dr. Quatsch Schnellfeuer-Quiz kommt. Ja, stimmt, das Schnellfeuer-Quiz am Ende. Hör den Pausenmenü dein Spiel wieder an, genau. Entdecke versteckte Schmetterlingsschiebe, um deine maximale Energie zu erweitern. Ah, sind das diese glitzernden? Stampfung drum. So. Was ist denn hier neu? Hast die Welt erweitert? Komm ich und meine Freunde suchen. Ja, dann lass mich auch sehen. Ah. Okay, bei diesem Brief. Ah, das ist jetzt weg. Und Shovel Knight. Alter, sieht das hier aus. Okay. Die Welt ist doch eindeutig größer. Ach, guck mal da. Jetzt hat der Weg auch einen Sinn. Da geht's jetzt hoch. Und da ist was. Okay, Leute. Wie ist das denn? Noch eine Wolke? Okay. So, schauen wir mal. Jetzt, vielleicht ist er jetzt da. Mann, kann ich das nicht irgendwo ändern? Summen anschauen? Nee. Ja, so. Ach. Jetzt geht's schon viel besser. So. Schauen wir mal, vielleicht hier. Ist hier denn jetzt ein Weg rein? Rampe der Welt. Oder vielleicht ging das jetzt erst auf. Die Rampe der Welt. Vielleicht ist hier irgendwo so eine große Rampe oder so. Die Rampe der Welt. Ich dachte jetzt, es wäre hier der Eingang. Was ist denn die Rampe der Welt? Wie sieht das jetzt hier aus? Da ist was. Gucken wir erstmal, was das ist. Ah, das sind diese Totem-Dinger da, ne? Das eigentlich so auch machen? Das geht nicht. Ist das hier Rampe der Welt? Nimm mich mit! Anliegen hat. Rampe der Welt. Hier. Da unten vielleicht? Ne. Was ist das denn? Noch keine Ahnung. Dum, 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 dum. Also nach einer Zeit gewöhnt man sich eigentlich an die Steuerung. So schwer scheint es schon gar nicht mehr.
Ah, wird uns jetzt auch gezeigt, ja. Halt, Winzhexer, der große Rappo hat kein Interesse an deinem Haustürgeschäft. Kehre um, sonst bist du dem unter der Gewalt. Ich glaube, das ist der Boss, oder? Ich habe da gerade was gesehen. Da geht's doch rein. Ist was? Verdammt. Nein, 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 nicht ganz runter. Verdammt. Ich bin wieder hier. Hihihi. Ich lache immer noch. Ich sehe hier aber keinen. Keine Ahnung. Hier, es ist ganz laut. Hä? Wer ist denn hier? Hier wird es ganz laut. Ah, jetzt aber.
Oha. Okay, gehen wir mal zu dem. Ich glaube, das ist der Boss. Ja, wie ist der große Rambo, alter kantiger Steinchen, das ist tatsächlich der Boss. Aber der große Rambo braucht keine Doppelglasfenster, ihr sterblichen Verkäufer. Wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Pages. Ich bin Yuka und das hier ist Nail. Oh, der große Rambo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht also Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Macht euch bereit, von meinen althergebrachten neuen Neigungskräften bestraft zu werden, ihr lästigen Glashausträger. Zu dem Bogen. Hey. Autsch. Dornen. Au. Okay. F. F. Ah, die Zähne. Das einnehmende Löcheln des großen Rambo ist dahin. Ja, Pech gehabt. Mal sehen, wie er damit klarkommt. Ihr sterblichen Plagegeister. Soll mich aufhalten? Bam, bam, bam. Aufhören, der große Rambo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Und schon wieder runter? Nimm den doch mit. Der Abhang des großen Rambo steht nur eingeladenen Gästen zur Verfügung. Haltet euch fern. Das hält mich auch nicht auf, Rambo. Okay, doch. Verdammt! Sei verflucht, sterbliche Höckerer! Der große Rambo hätte so tun können, so tun sollen, als sei er nicht zu Hause. Das Fenstergeschäft ist ganz schön aufregend. Wie wäre es mit einem Berufswechsel, Yuka? Danke sehr! Schriftlicher Pfad. Bam! Nicht doch, meine Augen! Derart aggressiv verkauft worden, hat der große Rambo nicht gerechnet. Ja, Pech gehabt. Okay, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir öffnen irgendwelche Berge. Also bis zum nächsten Mal hier bei Yooka-Lady. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn euch mein Kanal generell gefällt und ihr keine weiteren Videos von Yooka-Lady, Mann, ich komme da immer wieder drauf, von Yooka-Lady oder Bash-Sui oder Minecraft oder sonst irgendwas verpassen wollt, dürft ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es kostet nichts. Kostenlos und ja, wir sehen uns dann als das nächste Mal wieder bei Let's Play Yooka-Lady. Bis zum nächsten Mal, ciao.